Hallo und herzlich willkommen, liebe Abiturientinnen und Abiturienten, zur heutigen Sitzung zu Goethes Faust, in der ich die wesentlichen Eckdaten, Inhalte der Handlung sowie Interpretationsvorschläge vorstellen werde. Faust, der Tragödie erster Teil von Johann Wolfgang von Goethe, gilt weithin als das bedeutendste Werk der deutschen Literaturgeschichte, also noch vor Deutschfrau, Frau Deutsch von Mario Barth. Goethes Faust ist ein Drama aus dem Jahre 1808. Ihr ahnt es vielleicht schon, Goethe ist tot. Die Guten sterben immer zu früh. Die Handlung selbst liegt noch weiter zurück, um das Jahr 1500 in Deutschland. Da war die Situation noch eine ganz andere. Es gab beispielsweise kein Corona. Syphilis war ein Thema, sozusagen das Corona des Jahres 1500. Dr. Heinrich Faust hatte aber wohl nicht damit zu tun. Er hat beim Sex Maske getragen. Seine Probleme sind in erster Linie sein unstillbarer Wissensdurst und seine depressiven, suizidalen Tendenzen. So hängt er viel alleine in seinem Zimmer rum und führt Selbstgespräche wie: Habe nun, ach, Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie durchaus studiert mit heißem Bemühen. Da stehe ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als wie zuvor. Man merkt, Germanistik war nicht dabei. Ja, wer Vergleiche mit als wie bildet, hat in meinen Augen die deutsche Sprache nie geliebt. Und Faust will offensichtlich mehr. Der arme Tor kriegt den Hals nicht voll. Außerdem ist davon auszugehen, dass ihm das BAföG-Amt schon lange im Nacken hängt. Aus purer Verzweiflung geht er einen Pakt mit dem Teufel Mephisto ein, der anfangs ungefähr so aussieht. Ja, was bleibt ihm anderes übrig? Ja, einfacher Tausch, ein Moment des Glücks, dafür aber der Verlust der Seele, heutzutage vergleichbar mit einem Freibierausschank der Jungen Union an Schulen. Mephisto sorgt dann dafür, dass Faust wieder ein junger Mann und krass notgeil wird, was ja aber auch generell Hand in Hand geht. Faust lernt Gretchen kennen, findet die gut und sagt zu Mephisto: oh, Mephisto, Mensch, dieses Gretchen, also ich will mit meinem Pferd in ihr Schloss reiten, ja, also ihr eine Nuss in die Schublade legen, du weißt schon, bonern, hilf mir. Ja, und das läuft dann auch erstmal ganz gut, bis bei Faust und Gretchen das Thema Religion auf den Tisch kommt. Das Thema war also auch früher schon immer ein Stimmungskiller. Nun sag, wie hast du es mit der Religion? Fragt sie ihn. Und Gretchen ist erstmal grundsätzlich pro Religion. Und ja, ne, Faust verbringt halt privat relativ viel Zeit mit dem Teufel. Deshalb ist die Frage für ihn natürlich unangenehm. Unangenehme Fragen, die dem Gefragten ein Bekenntnis entlocken sollen, nennt man deshalb auch heute noch Gretchenfragen. Der Trend, unangenehme Dinge nach Frauen zu benennen, wäre damit auch gesetzt. Aber dieser Konflikt wird überwunden und ab diesem Zeitpunkt ist das Ganze eine klassische Love-Story. Faust schwängert Gretchen, Faust und Mephisto bringen Gretchens Familie um und geben ihr das Gefühl, sie sei schuld daran. Gretchen sucht Zuflucht in der Kirche. Ja, dass das für junge Menschen keine gute Idee ist, lesen wir ja heute noch täglich in der Zeitung. Und dann kommt es, wie es kommen muss. Gretchen tötet ihr Neugeborenes und wird daraufhin selbst zum Tode verurteilt. Und da sagt Faust: Schluss! Ja, das geht jetzt doch zu weit. Komm, Mephisto, wir retten die. Gretchen zickt dann aber rum, ja, will nicht gerettet werden, hat wahrscheinlich ihre Tage oder was. Ne? Also spätestens hier merkt man, dass es sich um ein sehr feministisches Drama handelt. Und ja, dann stirbt Gretchen natürlich auch, weil sie einfach zu dumm ist. Ne? Und Faust und Mephisto fliehen und machen sich einen schönen Tag. Ne? Sagen noch sowas wie: ah, boah, ey, dass diese Teenager Gretas auch immer so einen Stress machen müssen. Naja. So viel zum Inhalt. Damit das alles nicht so tragisch rüberkommt, wie es wirklich ist, reimt sich der Text und bedient sich vielfältiger ästhetischer Metren. Ihr fragt euch jetzt zu Recht, was ist des Pudels Kern?
Faust hat an jenem Tag nicht nur den Kirchenaustritt erfunden, wofür ihm heute noch viele Menschen, vor allem bei mir zu Hause in Köln, sehr dankbar sind, sondern er hat auch ein für alle Mal manifestiert, dass Väter für das Kindeswohl nicht verantwortlich sind. Wenn Mütter unter ihrer Verantwortung zusammenbrechen, haben sie ihre Daseinsberechtigung eben verloren. Ja? Man merkt, es handelt sich um eine Tragödie, die den Namen verdient hat. Viele unschuldige Menschen sterben, das Böse kommt davon. Damit spiegelt das Drama als Aushängeschild der deutschen Literatur auch unsere Werte wider. Es gibt allerdings noch einen ziemlich coolen zweiten Teil, der aber meistens nicht prüfungsrelevant ist und insgeheim sicherlich als Vorlage für viele Roadmovies diente. Da hauen Faust und Mephisto dann einfach nochmal richtig auf die Kacke. Oder wie Goethe selbst sagen würde, wir sind bald dümmer als wie zuvor. Fragen, Anregungen, Kritik? Gut, dann danke für eure Aufmerksamkeit und toi, toi, toi.